Diese Zeit war die Hölle. Die Corleonesi kontrollierten die Straßen. Sie setzten Sprengstoff ein, Waffen und hatten das Kommando über 28.000 Männer, die bereit waren zu töten. Indem sie Feinde, Freunde, Polizisten, Richter, Journalisten, Staatsmänner und Zivilisten ermordet hatte, hatte die Mafia aus Corleone in 30 Jahren Krieg alle besiegt. Ahnen Sie, warum ich Sie hergebeten habe? Ich wollte Ihnen in die Augen schauen. Das mache ich immer, wenn ich einen Staatsanwalt auffordere, dem Anti-Mafia-Pool beizutreten. So, Leute. Jetzt werden wir uns die Hände schmutzig machen. Denn ich habe den Eindruck, dass wir dabei sind, zu vergessen, wer wir sind. Sie haben keine Feinde. Wenn es welche gibt, legen wir sie alle um. 1993 befand sich der Staat im Krieg. Und ich befand mich in der Mitte meines Lebens, in einem stockfinsteren Wald und fand nicht mehr heraus. Ich nehme an,